Hallöchen, meine Lieben. Ja, willkommen zum neuen Video und zwar zu einem Craft-Objekt. Und ich will euch heute zeigen, was ich alles so gebastelt habe in der letzten Zeit. Zum einen habe ich diese Karte gebastelt. Einen Moment, ich mache mal das Licht an. Jetzt seht ihr es auch heller. Genau. Ich habe so eine Karte gebastelt. Und zwar sehr viele. Und die. Und das sind alles aus Karten und Umschläge. Dann ein Mini-Album oder Foto aus Umschlägen. Und die Tags. Die habe ich selber gemacht. Meine Tags oder Journal-Karten haben hier nicht reingepasst. Und ich habe von Sabine das Papier verwendet. Das war der. Dann, achso, vorne so dekoriert. Dann diesen. Ich habe auch endlich mal geschafft, Stickers zu verwenden. Die ich sonst hier nur so rumliegen habe. Wieder ohne so dekoriert. Ich zeige das euch mal. Und zwar, ich habe noch eine ganze. Also, kann ich die sehen können, aber den wollte ich gar nicht zeigen. Hier sind so unterschiedliche Blätter. Von einseitig bis doppelseitig. Genau. Und ich habe schon ordentlich einen Batzen davon verbraucht. Ja. Dann diese Karte. Diese Karte. Diese Karte. Jetzt kommen Karten sehr viele. Wieder ein Album aus Briefumschlägen. Aus einem Designpapier kriegt man immer vier Designs raus. Vorne so dekoriert.
Übrigens, das wird nachher sehr, sehr auch Pocketblätterlastig. Dann dieses Album. Ich habe auch ordentlich was verbraucht. Dann diese Karte. Diese. 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 Und ich habe mal die Temu-Stickers mal verarbeitet. So eine, so eine, diese. Dann war ich am Donnerstag, also ihr seht das Video ein bisschen später, und zwar am 17. live mit Biene, und da hatten wir ein Journal gemacht. Hier kann man bei mir noch ein bisschen klappen. Dann habe ich einmal nur die Seiten eingesetzt. Hier habe ich einen kleinen Sticker. Und dann kann man hier noch ein bisschen dekorieren. Das ist Papier von Action und von Papier und Feder. Also damals eine Mystery Box hatte. Und wir haben ausgemacht zwei Signaturen. Ja, und dann kann man das auch noch hier aufklappen. Und weil ich noch ein Designpapier noch ordentlich was übrig hatte. So versucht man ein das Trägerpapier abzunehmen. Dann hatte ich noch im Live das hier gemacht. Ich verlinke das Live-Video, also Replay-Video in der Infobox. Da habe ich auch Papier und Feder verarbeitet. Ich hatte noch ein bisschen mehr gefaltet, als was ich wollte. Brauchte. Und dann habe ich daraus die aufeinander geklebt und dann genau, das war das. Das ist ein sehr, sehr dünnes, aber ein sehr, sehr schönes. Dann habe ich wieder hier ein Umschlagsalbum. Vorne so. Achso, vielleicht sollte ich das ja auch.
Und ich hatte so viele Stickers angebrochen, weil ich habe Pocket Letter gemacht. Und die zeige ich euch natürlich nachher auch noch. Da waren noch so viele, so viele Stickers übrig, dass ich die dann gesagt habe, okay, dann machst du nachher nochmal, dann verarbeitest du die bei den Tag. Diese Karte Hier haben wir dann nochmal eine Karte. Und ich habe ordentlich Washi-Tape verbraucht. Diese Karte. Diese. Jetzt kommt wieder. Ah, jetzt kommt ohne Umschlag. Das Album ohne Umschläge, also mit Kartenrolle. Vorne so dekoriert. Ich habe immer vier Kartenrohlinge aufeinander geklebt. Dieses mit so dekoriert. Wieder ein Umschlag. Album. Einen Moment. Okay. Dieser Ding. Das mache ich ja mit den Umschlägen jetzt immer so, quasi, dass ich die Seite immer für die Tags freilasse. Und übrigens, die Blümchensticker sind aufgebraucht. Aber da habe ich noch sehr, sehr viele andere. Dann dieses hier. Und die? Dann dieses. Und vorne so dekoriert. Ja, dann hatte ich einen großen Winnie Pooh Sticker. Und der muss natürlich vorne auf das Cover.
Dann ist eine ATC entstanden. Das war diese hier. Die Hühn habe ich von der die Biene bekommen, mit der ich auch live war. Jetzt kommt wieder ein Fotoalbum. Ja, ich habe sehr, sehr viel abgearbeitet. Das Papier war nicht so schön, deshalb wollte ich das nicht überkleben. Genau wie hier. Und dann habe ich das hier noch beklebt. Und diese. Genau. Dann dieses hier. Da brauchte keinen Spruch drauf, weil die vorne war ein Spruch. Genau wie bei diesem Dateipapier kann ich das auch nicht dekorieren, weil ich das so schön fand. Das habe ich dekoriert. Ja. Aber nur zwei Pilze und ein Spruch. Dann dieses Fotoalbum. Ich weiß gar nicht, wie viele ich gemacht habe. Auf jeden Fall einige. Und ich weiß, dass ich nur ein einziges Paket habe mit Karten und Umschlägen. Dann wieder dieses Designpapier vorne. Als ich damit angefangen habe, habe ich mich hauptsächlich um die Blumensticker gekümmert. Als sie dann leer waren, habe ich mich dann sozusagen um das verschiedene Sticker gekümmert. Aber für mich war das also wichtig, meine über 300 Blumensticker, was ihr im Pott ja öfters gesehen habt, zu verwenden. No, vorne so. Jetzt haben wir ein Album ohne Umschläge, also mit Kartenrundungen, vorne so dekoriert. Genau. Das nächste. Vorne so.
Das war etwas mein Designpapier, was ich hier noch rumflattern hatte. Wieder in Umschlag. Ohne Umschläge. Und jetzt habe ich noch ein paar Coins für euch. ETC Coins. Alle Einzelstücke. Und zwar Vogel 1 und 1. Ist Kevin on? Einen Moment. Ich habe nämlich die Temo-Stickers da ausprobieren. Einen Moment. Die Umschläge habe ich auch selber gemacht. Dann haben wir hier Blume 1 von 1. Pilz 1 von 1. Weiß ich nicht, ob die schon vor anderen Kraftupdate gesehen habe. Das weiß ich nicht. Schmetterling 1 zu 1. Kaktus 1 von 1. Ach, das ist eine Serie. Die seid gleich. Zeige ich euch gleich. Ich muss einmal die zeige ich euch gleich auf dem Tisch. Dann zieh Zitrone 1 an 1. Regenbogen 1 und 1. Biene 1 und 1. Diamant von 1 und 1. Und Mario 1 von 1. So, das sind diese Coins. Und jetzt zeige ich euch die 5er Serie, was ich mit den Pilzen gemacht habe.
Und zwar, mein Papa hat meine Stanze repariert und Kreise ausgestanzt. Und dann steht auch, okay, verarbeitest du die? Das ist ein Designpapier entstanden. Genau, das sind die. Dann zeige ich euch mal die Pocket Letter. Einmal diese hier. Ich kann ja auch dichter halten. Mit Schmetterlinge. Da habe ich einige, deshalb waren ja auch sehr viele angebrochen, weil ich Stickers verbrauchen würde. Noch ein Schmetterling. Da habe ich meinen Gemischmasch gemacht, weil meine Elfen-Stickers ausgegangen sind und ich keine zweiten hatten. Mit Obst. Und wie gesagt, es sind alles Stickers, was ich verarbeitet habe. Das sind alles von Temu, was ich jetzt verarbeitet habe. Temu, Teddy und Co. Temu Action. Timo, Essen, Tidi und Co. Mit Pilzen.
mit Städte. Und mit Marienkäfer. Ja, es sind einige entstanden. Machen wir weiter mit einem Fotoalbum. Wieder mit Umschläge. Vorne so dekoriert. Dann habe ich ein Foto gemacht mit Restpapieren. Vorne so dekorieren. Ohne Umschläge, vorne so. Da habe ich meine 15x15 Papiere mal verarbeitet. Denn ich drehe euch mal ein Licht schmecken. Das sind meine 15x15 Genau, das sind die 15x15 Papiere. Hier habe ich noch ordentlich. Die werde ich als nächstes abarbeiten. Aber wie gesagt, ich mache mir da keinen Stress. Das sind übrigens meine 15x15 Stab. Zwei. Einen großen und einen kleinen. Genau, ich drehe mal wieder. So. Ich bin wieder da. Wieder mit Umschläge, aber diesmal meine ja schon fertigen. Diesmal mit den Die waren schon fertig dekoriert. Ich bin die Kamera an, es geht ja so nicht rein. Hier habe ich eine Malertag reingetan. Und hier auch. Hier wieder so dekorieren. Und ich habe ordentlich Rollen Washi-Tape verbraucht.
Ich mach mal eben den Tisch frei, dann könnt ihr auch ein bisschen besser sehen. Wir kommen zum zweiten Schritt von dem Kraftupdate. Ich versuche gerade ein bisschen aufzuräumen, deshalb meine Kiste mal zu holen. Vielleicht soll ich auch sagen, vielleicht ist es auch der erste Schnitt. Mal gucken. Ich habe mir schon was abgedreht an dem Kraftupdate und habe mir gerade so überlegt, ein paar Tage schon überlegt, ich werde ein Monatskraftupdate jetzt immer machen. Das heißt, ich werde einmal im Monat so ein großes Kraftupdate drehen. Und ja. Dann habe ich hier so ein Journal gemacht. So ein Slimline Journal. Ein Papier, was ich hier rumfliegen hatte. Mit Orange. Das ist auch nur eine Signatur. Vorne so dekorieren. Dann das Album ohne Umschläge. Und damit Restpapier gearbeitet. Und vorne so dekoriert. Dann ein One-Sheet. Habe ich mal aus Restpapier gemacht. Oh, falsche Richtung. Hier hinten weiter. Vorne habe ich das so dekoriert. Ohne Umschlag. Was ist halt? Wieder mit Umschlag, der Text dazu, so vorne dekoriert. Ich blende gleich mit euch durch. Ich habe euch doch gleich das gezeigt. Das ist vorne so dekoriert. Und das andere Album ist vorne so dekoriert. Wie gesagt, so ist es. Das. Und mit Umschlägen. Yeah.
Sehen. Dann so ein Album. Vorne so dekorieren. Dann das vorne so dekorieren. Dann so eins. Sowas. Dann, die Kiste mal ich gleich euch weiter, habe ich ATCs gemacht. So, einmal die mit dem Marienkäfer. Dann die mit dem Panda. Wings Club. Ich zeige euch gleich die anderen LTCs. Dann diese Feen. Schildkröten. Ich habe immer von jemandem mal zwei gemacht.
dann die Meerjungfrau. Diese Memory Decks haben nichts mit der Verlosung zu tun. Die sind nach der Verlosung entstanden. Ich kann euch mal die Stanzen von den Memory Decks mal unten in der Infobox verlinken. Ja, und dann habe ich noch ein Album. Also vorne so dekoriert. Ich hatte eine Blumenphase, also ich hatte ja sehr, sehr viele Blumenstickers und die wollten mal aufbrauchen. Dann ist ein Goodiebag entstanden von so dekoriert. Ich habe vergessen, Klettverschluss zu machen. Und deshalb habe ich eine Büroklammer drin. Okay, da habe ich das falsche Seite dekoriert. Ne, habe ich nicht. Sah nur so aus. Wie ein One-Sheet Wonder. Von so dekoriert. Dann habe ich sehr, sehr viele diese Karten gemacht. Nenne ich jetzt einfach mal Journal-Karten. Das sind keine ATCs. Weil da sind die zu groß.
Fall schon. Dann habe ich zwei Rockercards gemacht. Zwar einmal diese Variante. Und einmal diese Variante. Da habe ich wieder ein One-Sheet-Wonder gemacht, und zwar aus dem großen Papier, was wir bei Teddy immer so bekommen. Vorne so dekorieren. Das sind alles Videoprojekte, was ich jetzt euch zeigen. Dann habe ich ein Loaded Back gemacht. Vorne so dekoriert. Dann hat man hier zwei Taschen, einmal hier und einmal hier. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mal Lust auf One Shot Wonders. Also ein Papier, aus einem Papier ein Journal. Dieses. Dann. Ich habe die beiden immer auseinander mit Büroklammern gearbeitet. Dafür sind Büroklammern echt gut. Dann habe ich ein großes. Das ist super, super einfach. Vorne so dekoriert. Dann mal so ganz kleines. Dann so dekoriert. Ich habe unterschiedliche Formate am Papier genommen. Dann kann man hier eben halt was draufschreiben.
Dann werde ich auch in diesem Kraftupdate noch welche sehen. Ich werde mich noch welche machen. Dann mit Goldpapier. Okay, ich habe ja schon öfter so Videos gesehen. Genau. Dann. Dann hier noch eins. Ich verlinke euch mal dazu zwei geniale Videos von zwei verschiedenen Kanälen. Dann wieder ein Loaded Bang. Mit dieser Tasche hier. Und hier und hier. Dann, das habe ich bei Ines auf dem Kanal gesehen, aus einem Blatt sowas herzustellen. Vielleicht mache ich da ja auch mal zu einem Video. Meins ist ein bisschen dicker geworden, aber nicht ganz so schlimm. Und vorne habe ich das so dekoriert. Also, irgendwo kann man auch sowas rein tun. Dann so dekoriert und so dekoriert. Die sind alle gleich aufgebaut. Und so der und der. Hier habe ich mal eine etwas größere Tasche. Noch mal ein One Sheet One. Dann so ein ganz kleines Mini. Dann nochmal so ein Ephemera-Holder. Genau. Ich zeige euch bei der nächsten Sequenz, was ich wieder gebastelt habe. Ich werde jetzt wieder basteln, erstmal aufhören und dann wieder basteln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns. Ciao, ciao. Hallöchen. Ja, willkommen zur letzten Szene von das Craft-Update. Und zwar, genau. Ich habe diesen Pocket-Ladder gebastelt. Diesen.
diesen. Diesen. Diesen. Dann habe ich Mini-Alben aus Briefumschläge. Habe ich mal alles in einem Live gemacht. Und einen funktioniert nur vorne zeigen, weil die sind alle gleich aufgebaut. Bloß mit anderen Tracks. Dann diese Variante. Diese nee, das ist jetzt wieder mit Umschlägen, mit Kartenrollen, oh, so von dekorieren. Genau. Dann das nächste von so dekorieren. Memory Decks, die haben aber nichts mit dem was zu tun, was gerade an Verlosung ist. Einfach die Variante. Ich habe auch direkt die Umschläge gebastelt. Und ich habe das Papier mal von Sabine verwendet, sie hat mir als Nachricht Geburtstagspost sehr viel Papier zugeschickt. Und ja, dann eine einzelne ATC mit Donut. Zeige ich euch gleich. Auch gleich. Das ist die Punk 1 von 4. Zwei von vier.
3 von 4. Vier von vier. Dann sind sehr, sehr viele Mini-Bücher entstanden. Ja. Ach, ich bin ja vergessen, zusammenzukleben. Monty Journal. Das war jetzt die A5-Variante. Die A4-Variante. Die 12 mal 12 Variante. Dann noch mal Umschlag Album, Pocket Letter, das war der, das ist echt meine letzte Pocket Letter. Aber ihr seht bald im Video auch nochmal Pocket Letters. Dann nochmal ein Memory Tab. Album aus Briefumschlägen. Mit Designpapier innen drin. Ich habe so viele von den Journal-Karten gehabt, dass ich mir dachte, da muss ich mir langsam mal verbrauchen. Dann habe ich das einmal so dekoriert.
Der Mischmasch von den Stickern kam daher, ich hatte so viel angebrochen und da waren dann nur zwei oder drei, dann dachte ich, also zwei, drei Stück nur noch, dass ich mir gedacht habe, auf dem Himmel müssen sie nicht. Genau. Den. Steve hat echt die 1 von 1. Wo die 2 ist, weiß ich gerade nicht. Ja. Ja. Dann mit Kartenrollen. Habe ich übrigens verbraucht, dann so dekorieren. Das ist mein Gelfress, meine Jelly Plate. Ich hatte noch so viel Papier rumliegen. Ja. Dass ich mir dachte, okay, du musst die mal langsam verbrauchen. Und auch so viele Kartenrohlinge, dass ich mir dachte, ja, es wird Zeit. Ah, mit uns liegen. Einen Moment, warte. Einen Moment. So, weiter geht's. Die letzte Seite. Dann nochmal mit Umschlägen. Wenn ihr Hintergrundgeräusche habt, bitte nicht wundern. Einen Moment. Und das letzte ist ein Kartenrolling-Album, das sieht genau, das war das Craft-Update. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns. Ciao, ciao.